Hi und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir sind Anja und Ilan. Für diejenigen von euch, die zum ersten Mal einschalten, wir bauen uns ein Tiny House auf Rädern. Dieses Tiny House steht normalerweise bei uns im Garten. Und jetzt aber seit geräumiger Zeit nicht mehr, ne? Genau, da wir prüfen lassen, ob man im Nachhinein einen Gaskasten, der unser Haus mit warmem Wasser und eben der Heizung versorgen soll, auch am Heck des Hauses, also hinten, positionieren kann. Denn unser Gewicht am Bug ist einfach schon sehr hoch durch die Küche, die wir dort planen. Und wir möchten einfach schauen, ob man die Stützlast nicht noch im Nachhinein ausgleichen kann und dafür auch nicht den Innenraum verschwenden, sondern im besten Fall außen am Haus wie eine kleine Garage dran bauen kann. Es gab auch bereits ein Video zu diesem Thema, das verlinken wir euch gerne, wo unser Tiny House Hersteller auch so ein bisschen erläutert, wie er das Ganze berechnet. Mit der Auslastung. Jetzt im zweiten Step ging es eben darum, wie man das Problem lösen kann. Wir blenden also gleich mal zu ihm rüber. Er hat das super schön erklärt und wenn er das macht, ist das auch deutlich verständlicher und sind dann gleich wieder da. Das letzte Mal hatten wir uns Ilan und Anjas Haus in einem Tragwerksprogramm angeguckt. Wir hatten den Propankasten modelliert und gesehen, dass einige Stäbe, die vorher in der Auslastung in Ordnung waren, über die 100% geführt werden. Dadurch, dass ich einfach noch so einen Körper dran habe, der wieder Schneelasten aufnimmt, der Windlasten aufnimmt, der ein Eigengewicht hat und am Haus überhängt. Und dieses Problem, das stand bisher im Raum. Das hatten wir. Jetzt gucken wir, wie dieses Problem gelöst werden kann, welche Stäbe verstärkt werden müssen und wie wir das machen. Wir sehen hier Ilan und Anjas Tragwerk in unserem Stabwerksprogramm, das wir auch beim letzten Mal uns angesehen hatten. Das Modell, das wir hier sehen, ist das neue Modell, das bereits auf die Problematik und die höhere Auslastung des Propankastens eingeht. Wir gehen noch einmal auf das alte Modell. Das alte Modell ist auch eines, in dem der Propankasten drin ist, aber in dem eben die Stäbe noch nicht heraufdimensioniert sind, die Problematik der höheren Auslastung durch den Propankasten also weiterhin besteht. Wir gucken uns das nochmal an zur Rekapitulation. Wir sehen hier rote Bereiche, in diesem Bereich insbesondere. 101%, 110%, 120%, 115%, nochmal 120%. Wenn wir den Propankasten jetzt einfach dran bauen, so wie er hier modelliert ist, dann bedeutet das, dass in einem extrem beanspruchten statischen Fall dieses Tragwerk nicht ausreicht. Das heißt, die Stäbe oder die Verbindungsmittel, die werden nicht funktionieren und das Tragwerk leidet. Die Standsicherheit von dem Gebäude ist nicht mehr gegeben. Das heißt, so können wir das nicht machen. Wir müssen die Stäbe raufdimensionieren, um der Problematik aus dem Weg zu gehen. Wie machen wir das? Dazu blende ich nochmal die Auslastung aus, ordne die Perspektive an. Ich schalte zwischen dem alten und dem neuen Modell hin und her. Neu, alt. Wir sehen ein paar Stäbe, die ihre Farbe wechseln. Während ich rede, schalte ich immer wieder hin und her. Dann könnt ihr die sehen. Das sind im ganzen Haus 5 Stäbe. Das sind exakt 5 Stäbe, die heraufdimensioniert werden müssen. Es ist also nichts Wildes. Wir haben auch andere Stäbe in der Auslastung erhöht, aber die sind nicht so weit erhöht, dass wir den Stab selber aufdimensionieren müssen. Nur 5 Stäbe müssen aufdimensioniert werden. Und auf die gehen wir ein. Wir gehen in 2 Schritten drauf ein. Im ersten Schritt nach hier vorne. Da, wo wir auch gerade eben geguckt haben. Da, wo wir die 120, die 110, die 101% abgelesen haben. Wir haben hier, da wo der Propankasten am Eckstiel angreift, haben wir von einem orangen Stab auf einen blauen aufdimensioniert. Im Moment ist nicht so wichtig, welche Querschnitte das sind, denn das ist je Haus sowieso individuell, sondern die Farbgebung steht für einen unterschiedlichen Querschnitt. Orange hat einen geringeren Querschnitt als blau. Wir haben auf blau hier aufdimensioniert. Den Knick, den der Propankasten an dieser Stelle in dem blauen und vorher orangen Stab einführt, der ist jetzt keine Schwierigkeit mehr, weil der Stab dicker ist und nicht so leicht weggeknickt werden kann. Damit haben wir das im Griff. Wir gucken uns die Auslastung mal an. Wir haben hier 81%, das waren vorher 120%. Auf der anderen Seite haben wir 85%, vorher auch 120%. Genauso haben wir das, wenn wir den Stabverlauf weiterverfolgen, also hier vom Blauen ins Türkise. Türkis ist genauso wie vorher, aber hier, wo das Türkise in das Orangene übergeht, an dieser Stelle, da war vorher der Stab auch Türkis und jetzt ist er orange. Auch da mussten wir aufdimensionieren.
Und wenn ihr seht, auf der anderen Seite des Hauses, da ist es genauso. Wir haben hier gegenüberliegend zwei orangen Stäbe und die wurden vorher von dem türkisen Stab ebenso geknickt, wie der Propankasten den blauen knickt. Und das Knickverhalten war zu stark, deswegen die Aufdimensionierung. Mit der Aufdimensionierung dieser vier Stäbe haben wir den Löwenanteil der Problematik in den Griff bekommen. Für diesen hinteren Bereich gilt deswegen, dass die Maßnahme erlaubt, den Propankasten einzubauen. Diese Maßnahme allein. Das ist keine triviale Maßnahme, weil wir ja bereits in ein Ständerwerk eingreifen, das besteht. Wir stehen nicht am Anfang einer Planung, sondern wir müssen in eine bereits umgesetzte Planung eingreifen. Wie machen wir das? Wir gucken uns die Stabquerschnitte hier mal an. Dieser orangene Stab, der war vorher türkis, der wird jetzt breiter. Und was wir an der Stelle machen, ist, dass wir den Stab aufdoppeln. Beziehungsweise wir doppeln ihn nicht, denn wir verdoppeln ihn nicht mit mal 2, sondern wir verstärken ihn letztlich einfach. Und das heißt, wir legen den Stab ran. Der muss eigentlich nur hier in dem Bereich sein, wo der türkise Stab reindrückt. Aber aus optischen Gründen empfehlen wir, den auf die volle Länge zu legen. Das heißt, wenn Ila und Anja eben dafür sorgen, dass an der Stelle, wo der türkise Stab eintritt, der Stab verstärkt ist, und das machen wir jetzt nicht im Video, wie weit der verstärkt werden muss, das ist sowieso individuell je Haus, aber das klären wir dann mit Ila und Anja. Wenn der um die notwendige Stärke verstärkt ist, dann ist alles in Ordnung. Und aus optischen Gründen empfehlen wir eben von oben hier einen Balken draufzulegen. Okay. Dasselbe eben auf der anderen Seite und dann hier auch an den Eckstählen das Blaue. Das heißt, ich lege einfach einen Stab an den anderen dran. Wie der verbunden wird, das ist wieder eine andere Geschichte. Ob da eben Leim verwendet wird, Schrauben verwendet werden, beides verwendet wird, Bleche verwendet werden, das ist eine Geschichte für sich. Wir betrachten hier nicht die Verbindung von Holz zu Holz, sondern nur das Holz an sich. Und so würde das dann eben aufgehen. Um nochmal zu rekapitulieren, es war vorher nicht klar, dass ein Propankasten auf jeden Fall umgesetzt werden kann in diesem Haus. Wenn ich etwas nachträglich einbaue, dann habe ich nicht die Sicherheit, dass das in jedem Fall funktioniert. Aber mit der statischen Berechnung hier können wir zeigen, dass in dem hinteren Bereich des Hauses alles funktioniert und der Propankasten umgesetzt werden kann. Jetzt gibt es nur noch eine Stelle, die außerhalb dieses hinteren Bereichs eine Schwierigkeit ergab. Das ist hier vorne. Dieser blaue Stab, der war vorher orange. Das ganze Rähm hatte die Farbe orange. Aber wir mussten das auf blau setzen. Dieser türkise Stab, der hat da reingedrückt und die Auslastung war zu hoch. Ich gehe nochmal auf das alte Modell. Hier gucken wir uns die Auslastung an. Wir sind bei 101%. Das ist knapp drüber, aber es ist drüber über den 100. Und auch wenn es 98 wären, hätten wir gesagt, dass wir da verstärken. Einfach um von den 100 ein Stück weit wegzubleiben und einen Puffer zu haben. Nochmal ins neue Modell. Der blaue Stab ist der neue. Wir gucken uns die Auslastung an. 86%. Das ist in Ordnung. Das können wir nehmen. Die Frage ist, warum wird dieser Stab am einen Ende des Hauses, der vorher orange war und jetzt blau wird, warum wird der höher ausgelastet als die 100% durch den Propankasten, der am ganz anderen Ende des Hauses liegt? Die Erklärung dazu ist nicht einfach und es stellt die Komplexität dar oder macht die Komplexität von so einem Tragwerk offensichtlich. Die Tragwerke für Tiny-Häuser, auch wenn es Tiny-Houses sind, sind keine trivialen Tragwerke. Wir reden hier von Häusern, auch von einem Gebäudestandard, das in einem 50-Jahre-Sturm standhalten soll. Und so sind diese Gebäude hier bei uns zumindest berechnet. Und so sollten sie auch berechnet sein nach der Norm. Und wie die Last weitergeleitet wird von dem einen Stab in den anderen und der eine knickt mehr weg und der andere knickt weniger weg und deswegen wird die Kraft einmal so geleitet und das andere mal so und dann um die Ecke und da ist es der Winkel und hier ist es jener Winkel und da habe ich ein Gelenk und da ist kein Gelenk. Das ist eine unheimliche Komplexität bei den, ich schätze mal, 200 Stäben in diesem Haus, sodass die Erklärung sehr schwer fällt, wenngleich man sie durchführen kann. Und es visualisiert, dass eine statische Berechnung mit einem Programm nicht ersetzt werden kann durch eine handwerkliche Einschätzung. Eine handwerkliche Einschätzung zu einem Ständerwerk, zu einem Tragwerk im Allgemeinen ist eine gute Sache in Beziehung auf eine Vordimensionierung. Bedeutet, eine Einschätzung von einem Meister kann ein Tragwerk vordimensionieren, aber auch die Bauämter akzeptieren das nicht. Ich brauche eine ingenieurtechnische Berechnung, die dem zugrunde liegt, wenn ich einen Bauantrag beispielsweise durchführen möchte oder aber eben in anderen Worten beweisen können will, in der Lage sein möchte zu beweisen, dass das Haus hält. Eine Einschätzung ist kein Beweis und dieses Programm, das führt eben Beweise, physikalische Beweise.
Das also ist die Lösung, ingenieurstechnisch, zu dem Bau des Propankastens hinten am Heck des Hauses dran. Wie die Stäbe verstärkt werden sollen, ist jetzt klar, damit das statisch alles durchgeht. Und ob dieser Kasten am Heck eingebaut wert ist, dass man im Innenraum mehr Platz hat und die Stützlast ausgeglichen ist, das müssen jetzt natürlich Elan und Anja entscheiden. Unser Fazit? Wir wissen es noch nicht. Wir wissen noch nicht, ob wir das machen wollen. Er bedeutet immer noch, nach wie vor, samt aller Materialien, ungefähr 100 Kilogramm für uns, ne? Ja. Leergewicht. Weshalb wir uns jetzt nochmal rangemacht haben und auch die einzelnen Gewichte, die im Haus sind, die ja jetzt sukzessive auch immer klarer werden, nochmal zusammenfassen. Da kommt dann auch inzwischen schon der Boden, den wir uns ausgesucht haben, hinzu, so Kleinigkeiten, auch schon Interieur, dass man einfach besser überblicken kann, können wir uns dieses Mehrgewicht leisten oder müssen wir eher schauen, dass wir für den Transport des Hauses so viel wie möglich hinter die Achse verlegen. Also all diese Dinge sind im Moment aktuell. Wir haben das Ganze auch mal zusammengefasst mit den Gewichten, sind ursprünglich mit der Küche und dem Podest bei etwa 500 Kilo, kommen aber mit der Verlagerung auch am Heck auf 400 oder knapp 500 Kilo. Knapp über 400 Kilo auf jeden Fall, ja. Genau, hier seht ihr das nochmal schön aufgeführt, auch mit ein paar Details. Das soll aber nicht Kern des heutigen Videos sein. Nein. Bedeutet aber für uns, dass wir ziemlich knapp ausgleichen können und müssen uns jetzt einfach die Frage stellen, ob uns diese 100 Kilo am Heck nicht noch mehr Probleme bereiten ins Gesamtgewicht. Ja, oder ob wir überhaupt diesen Puffer noch haben. Wir sind wirklich ziemlich hart an der Grenze jetzt gerade mit der Ausstattung, die wir uns wünschen. Und die Kostenermittlung des Gaskastens hat auch noch nicht stattgefunden. Ja. Also jetzt ging es erstmal nur um die Theorie. Das heißt, bis wir die Entscheidung fällen, wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Wir sind ja jetzt bald auch wieder in Detmold für die Gaswasserinstallation. Und da versuchen wir natürlich, die Leitungen, so gut es geht, schon legen zu lassen und eben zu schauen, wo kann die Hauptinstallation, also die Zentrale, positioniert werden, dass trotzdem noch im Nachhinein der Gaskasten drankommt oder ob wir dann mobilen wählen. Wir halten euch da auf dem Laufenden, hoffen, dass die Inhalte euch weitergebracht haben, vielleicht auch für eure eigene Tiny House Planung. Hinterlasst uns auch gerne einen Daumen und ein Abo und wir werden uns auf jeden Fall dann sehr bald wieder melden, nämlich in einer Woche, und sagen bis dahin tschüss.